Päckchen drin. Pack das aber jetzt gleich wieder ein, bevor mir das hier irgendwie abhanden kommt. So. Und in dem anderen sind die Farben bestimmt etwas anders, nehme ich mal an. Sonst wird es ja keine zwei Sorten geben. Also das waren jetzt die einzigen, die ich gesehen habe. Es kann sein, dass vielleicht noch irgendwelche Farben gibt. Ich habe keine Ahnung. Das sind die gleichen, schaut mal. Ah, okay. Gibt anscheinend nur ein Set. Gut, dann habe ich es jetzt doppelt. Ich habe wirklich gedacht, es wären andere Farben. Aber nein, es sind genau die gleichen Farben. Okay, dann habe ich es eben doppelt. Aber ist ja jetzt auch nicht so tragisch, weil das wird bestimmt verbastelt. Zumal, wenn das wirklich nicht das Glitzer abgeht, das ist ja schon cool. Ich mag das nämlich nicht, wenn man dann hier den Glitzer so an den Händen hat, ne? So, jetzt muss ich zur Seite, oder wartet mal, dann mache ich das zum Schluss. Dann hat sich meine Tochter hier noch dieses Holztablett mitgenommen. Da will sie Kerzen draufstellen. Ich hatte es auch schon in der Hand. Ich habe es aber erstmal da gelassen. Ja, also das finde ich auch total cool. Gefällt mir sehr gut. Hat gekostet 3,99 Euro. So, dieses. Dann gab es heute ganz, ganz neu. Und das hat mich auch gefreut, weil ich habe es jetzt dann wirklich gleich bekommen, weil das ist bestimmt relativ schnell weg. Und zwar habe ich mir einmal für die Handtasche diesen Kalender fürs nächste Jahr mitgenommen. Den gab es noch in, ich glaube, das waren 6 verschiedene Sorten. Waren es 6? Ja, 6 verschiedene. Der hat mir aber am besten gefallen. Ja. Und das reicht auch aus. Also ich brauche die nur für die Handtasche, wenn ich mal beim Arzt bin und muss Termine machen oder Krankengymnastik. Da reicht der hier aus. Der Kalender. Hat gekostet 95 Cent, das weiß ich jetzt auch noch aus dem Kopf. Haben wir hier dann den Monatsplaner. Und dann haben wir halt hier diesen Tagesplaner. Ja, den fand ich ganz süß. Und dann habe ich den entdeckt. Und den hatte ich ja letztes Jahr schon. Und ich liebe diesen Kalender, weil ja, da passt so viel rein. Und ich habe dieses Muster. Und das war der einzige Kalender, in dem Muster da die anderen waren. Der eine war dunkelblau und der andere grau. Und das hat mir nicht gefallen. Und dann habe ich den gesehen und der lag ganz oben. Und ich so, ja, der muss mit. Blumenrosa brauche ich. Ja, den finde ich halt wirklich, wie gesagt, total genial. Ich habe mal dann Jahresübersicht. Schon gleich für 22 mit dabei. Monatsplaner. Und hier kommen dann die einzelnen Tage und da geht halt wirklich sehr viel drauf. Und deswegen musste der mit und da bin ich so froh, dass die heute da waren, weil die waren nämlich das letzte Mal sowas von schnell weg. Da habe ich wirklich nur noch einen bekommen. Ja, und dann haben wir hier hinten, haben wir nämlich dann hier solche Taschen noch, Hüllen, hier. Na, die hier, die geht von hier oben auf. Die auch. Und die auch. Und hier hinten ist dann nochmal so eine Tasche mit so einem, ja, Verschluss. Und das finde ich halt absolut genial. Da war ich wirklich froh. Also da habe ich mich echt gefreut, dass ich den bekommen habe. So, das war jetzt das, was es bei uns heute ganz neu gab. Diese beiden Kalender. Dann habe ich mir noch hier so ein hoppala, riesengroßes Tablett mitgenommen.
Mal gucken, ob das funktioniert, wofür es gedacht ist. Aber da werde ich euch dann nochmal informieren. So, und jetzt muss ich hier mal Platz schaffen, das mal hier zur Seite räumen, weil jetzt zeige ich euch noch die Weihnachtsblöcke. Die hatten wir auch schon, beziehungsweise lagen die auch nicht im Regal. Ja, weil ich habe da halt eine Bekannte und wenn ich da drin bin und die sieht mich schon immer, dann grinst sie schon immer und sagt: Ah, komm mal mit, ich habe was Neues, ich zeig's dir. Und die Blöcke waren dann da und hat sie mich gesehen, hat gesagt: Oh, komm mit, die sind noch im Lager. Und dann konnte ich mir die dann eben aussuchen, rausholen, weil es gab nämlich nur eine Kiste. Und in einer Kiste sind ja immer drei Blöcke von jeder Sorte drin. So, die sind ganz schön schwer. Also, ich habe alle sechs. Und dann fange ich mit dem an. Das ist der dunkelblaue, foliert. Die Blöcke sind diesmal einseitig bedruckt. Das finde ich ganz gut. Da muss man sich nämlich nicht entscheiden, ne? So, da haben wir dann hier diese Zahlen. Für einen Adventskalender vielleicht. Dann haben wir dieses. Muss man jetzt nicht unbedingt Weihnachten benutzen, ne? Sieht auch so ein bisschen galaxiemäßig aus. Das finde ich der absolute Knaller hier. Also das gefällt mir richtig, richtig gut. Dann haben wir hier ein einfaches. Hier haben wir jetzt goldfolierte Sternchen. Da können wir es aufteilen in vier Plastikbögen. Ja, ihr seht es ja selber. Finde ich auch total toll. Das finde ich auch richtig schön. Muss man auch nicht unbedingt für Weihnachten nehmen. Und das ist das nicht toll. Ich finde das mega, ehrlich. Wirklich. Richtig, richtig mega. Das ist dann so. Hier unten sind Häuschens. Ganz schlecht. Oder doch? Wartet mal. Ja, so dürfte es gehen. He? Hier sind so Häuser. Richtig cool. Ich finde, diesmal sind die Weihnachtsblöcke mal was ganz anderes, finde ich. Ja, das ist halt auch so ein einfaches mit goldfolierten Sternen. Dieses schönes Blau mit Sternchen. Dann haben wir hier wieder sowas. Das finde ich auch total toll. Goldfoliert. Die Sterne und dann weiße dazwischen. Dann hier wieder dieses. Ich weiß, das ist mega, mega, mega. Das muss man auch nicht unbedingt für Weihnachten nehmen. Ja, wie gesagt, diesmal sind die Blöcke echt total anders. Das ist auch total schön. Hier haben wir kleine Tannenbäumchen. Hier können wir wieder ausschneiden. Tex, Kreise. Das hier. Und da ist wieder dieses Motiv. Haben wir das. Hier ganz einfach dunkelblau. Und das finde ich halt auch schön, dass da wirklich mal einfarbige Unifarbene mit dabei sind, dass man das auch mal schön miteinander kombinieren kann. Das gefällt mir auch sehr gut. Und dann haben wir hier wieder zum Schneiden nochmal. Ja, das ist der. Dann würde ich sagen, machen wir mit den Folierten weiter. Dann haben wir den und der erinnert mich irgendwie so ein bisschen an das Papier von Stampin' Up. Das gab es ja letztes Jahr im Weihnachtskatalog und ist jetzt dieses Jahr auch noch mal drin. Und irgendwie finde ich, hat das so einen leichten Touch. Ich kann mir nicht helfen. Da haben wir das und das ist dann hier silberfoliert.
Also, das ist ein Block, der mir sehr, sehr gut gefällt. Haben wir das hier. Hier wieder. Das ist dann foliert. Hier wieder ganz einfach, muss man auch nicht unbedingt für Weihnachten verwenden. Hier können wir wieder viele Karten ausschneiden. Finde ich auch toll. Und das finde ich auch absolut den Knaller. Also echt. Finde ich auch geil. Also ihr seht, ganz anders als die Blöcke vom letzten Jahr, ne? Letztes Jahr gab es ja auch schon einen Block. So rosa und hellblau. Den habe ich auch komplett verbastelt. Hier haben wir jetzt wieder Zahlen für einen Adventskalender vielleicht. Jetzt haben wir hier wieder ein einfaches Unifarbenes. Tannenbäume. Das finde ich auch total genial. Hoppala. Hier wieder kleine Tannenbäumchen. Na, das ist hier so ganz zart rosa. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Und da sind weiße, wie heißt das, Blätter? Nee, so Beeren sind da drauf. Hier haben wir jetzt die Tannenbäume foliert. Genial. Also ich finde das wirklich genial. Und dann haben wir das noch mal. Das ist so ein Fliederton. Das hier. Und zum Schluss können wir jetzt auch wieder ausschneiden. Ja, richtig, richtig cool. Und dann haben wir diesen Block noch, der ist dann jetzt rot foliert. Das sind halt so die üblichen Weihnachtsfarben, würde ich sagen. Wieder ein unifarbenes. Irgendwie kann ich heute nicht blättern. Ja, hier ist das jetzt rot foliert. Sehr cool. Es ist auch nicht so viel. Also ich finde es sehr dezent foliert, auch bei den anderen beiden Blöcken, dass es nicht so übermäßig foliert ist. Hier haben wir jetzt auch wieder was zum Ausschneiden. Teilweise mit Folierung, dann halt hier in Grün. Unifarben Grün. Das ist jetzt sowas, was mir nicht gefällt, weil wenn ich da drauf gucke, wird mir schlecht. Deswegen mache ich das jetzt mal ganz schnell weg. Ja, dann haben wir das hier. Hier haben wir die grünen Bäumchen foliert. Das hier. Merry Christmas in Grünfolierung. Ist jetzt auch wieder so, was man nicht unbedingt für Weihnachten nehmen muss. Halt, das waren zwei. Genauso wie das muss man auch nicht unbedingt für Weihnachten nehmen. Das finde ich halt auch recht cool an dem Plöcken, dass da viele Papiere dabei sind, die man nicht unbedingt halt für Weihnachten nehmen muss. Ja, hier haben wir dann Text zum Ausschneiden und Sternchen. Hier haben wir jetzt wieder die rote Folierung. Das finde ich toll. Ist auch wieder mit Folierung. Und dann können wir hier noch mal Kärtchen ausschneiden.
Ja, das war dann der dritte folierte Block. Und jetzt haben wir drei Blöcke mit Glitter. So, da fange ich ja jetzt mal mit dem an. Das ist so Gold, würde ich sagen. Goldglitter. Das geht dann hier eben los zum Ausschneiden. Dann haben wir es hier. Hält auch sehr gut, der Glitter. Das finde ich auch total toll hier. Da haben wir wieder unsere Zahlen. Hier könnte man das auch in 15x15 ausschneiden. Das ist jetzt auch, hat jetzt auch nichts unbedingt mit Weihnachten zu tun, finde ich. Das hier gefällt mir auch sehr, sehr gut. Dann haben wir hier ja, Tags, Kärtchen wieder zum Ausschneiden. Ist auch ein schönes Motiv. Dann was ganz Einfaches. Das hier. Ein richtig dunkles Grün haben wir hier. Da kann man wieder Karten ausschneiden. Auch sehr schön. Das ist auch wieder was, was man das ganze Jahr über nutzen könnte. Sehr cool, finde ich das. Auch diese beiden sind jetzt auch nicht unbedingt nur für Weihnachten. Das finde ich auch total genial. Das könnt ihr es erkennen, ja, ne? Und das ist das letzte. Nee, doch noch nicht. Da haben wir dann hier auch diesen Glitter. Da sind wieder Karten, die man ausschneiden kann. Hier wieder ein ganz einfaches und das war jetzt das letzte Blatt von diesem Block. Dann haben wir diesen Block mit weißem Glitter und grün. Der gefällt mir auch sehr, sehr gut. Das finde ich total klasse. Und da haben wir dann halt diesen Glitter hier. Mal schauen, ob ich das irgendwie jetzt, ne? Ja, mega. Das finde ich richtig klasse. Finde ich total genial. Hier ist jetzt wieder sowas und da schimmert das dann wieder. Da ist dann der Glitter. Haben wir hier einfach Rot. Richtig schönes dunkles Rot. Das hier, die Tannennadeln. Auch wieder ein ganz einfaches Blatt. Da zum Ausschneiden. Hier ist dann Glitter drauf bei dem. Und das finde ich ja richtig genial. Da ist das ganze Blatt drin. Der ganze Bogen. Finde ich total klasse. Jetzt haben wir hier halt einfach Holz. Das finde ich auch total toll. Und das finde ich auch unglaublich toll. Das ist so, wenn ihr ein Blatt habt und bezieht das mit dieser, na, helft mir, mit dieser selbstklebenden Buchfolie. So fühlt sich das hier an.
Also das finde ich richtig geil. Dann haben wir das. Einfach hier in dunkelgrün. Hier ist es wieder teilweise beklittert. Das finde ich auch richtig gut. Da können wir wieder ausschneiden. Und hier sind die Lichterketten beklittert. Und dann haben wir noch das. So, und jetzt kommen wir zum letzten Block. Und das ist mein Favorit. Das ist der. Den finde ich total toll. Also das ist mein absoluter Favorit. Dann kommt der und zum Schluss der hier. So, also da geht's los. Und das finde ich ja richtig, richtig, richtig genial. Das finde ich auch total cool. Hier haben wir jetzt Merry Christmas in Goldglitter hier. Das finde ich auch total klasse. Also wie gesagt, diesen Block finde ich echt mega. Hier ist das Hoho beklittert in Schwarz. Da haben wir jetzt wieder die Karten zum Ausschneiden. Und die gefallen mir auch alle sehr, sehr gut. Tannenbäumchen. Wieder zum Ausschneiden. Schenke. Das ist jetzt auch nicht unbedingt hier nur für Weihnachten zu verwenden. Das finde ich auch total klasse. Genauso wie das finde ich einfach nur genial. Ein Häuschen. Hier sind auch so kleine Geschenke. Das ist so ein ganz, ganz helles Grau. Da sind dann wieder die Zahlen. Da haben wir wieder ein bisschen Glitter. Zuckerstangen. Hier. Karten wieder zum Ausschneiden. Sehr, sehr schöne Motive. Haben wir das hier. Da laufen sie Schlittschuh. Und das ist jetzt das letzte Blatt. Das ist dieses Motiv. Ja. Das waren jetzt die 9 Weihnachtsblöcke. Ihr könnt mir ja mal schreiben, welcher euch am besten gefällt. Wie gesagt, meine Favoriten habe ich euch gezeigt oder meine 3, die mir am besten gefallen. Und das ist ja halt mein absoluter Favorit hier, der. So, dann war ich noch mal ganz kurz im Rossmann und da habe ich mir diesen Block mitgenommen. Der ist nämlich gedottet. Und der ist ganz, ganz glatt. Hat eine schöne Stärke, hat eine Grammatur von 80. Nein, von 90. Und zwar, ich zeige euch das jetzt kurz. Ich wollte das ja eigentlich in einem separaten Video machen. Aber da meine Bestellung vorhin angekommen ist, zeige ich euch das jetzt mal ganz, ganz kurz.
Ich habe mein erstes Travelers Notebook gebastelt. Und zwar aus Papier mit selbstklebender Buchfolie. Die Idee ist aber nicht von mir. Wenn ich euch das dann zeige, werde ich euch auch sagen, bei wem ich mir das abgeschaut habe. Aber das hat mir jetzt so viel Spaß gemacht. Das muss ich jetzt noch ein paar Mal machen, glaube ich. Ja, und das war das erste Inlet hier. Das habe ich auch selber gebunden. Aber so, ist ja ganz okay. Aber da ich mit meinen Fingern, also das geht gar nicht. Es geht einfach nicht. Ich kriege das nicht hin. Ich hatte so Schmerzen dann danach oder auch währenddessen, da habe ich gesagt, nee, das mache ich, tue ich mir nicht mehr an. Und ich habe ja schon so lange, wirklich so lange damit geliebäugelt. Das ist nämlich jetzt eben gekommen. Und zwar mit dem Teil, mit dem Binding-Tool von Via Memory Keepers. Also da laufe ich bestimmt schon über ein halbes Jahr hinterher und jetzt habe ich es mir endlich gekauft. Ich habe es mir jetzt bestellt. Und das können wir auch sehr, sehr gerne austesten zusammen. Vielleicht können wir ja auch sowas mal zusammen basteln. Das müsst ihr mir mal sagen. Ob ihr das möchtet, dann mache ich das. Und wie gesagt, die Idee ist nicht von mir, ne? Also die habe ich mir abgeguckt. Wie gesagt, das ist eben gekommen und wenn ihr Bock drauf habt, dann schreibt mir es in die Kommentare, dann testen wir das aus. Ja, ansonsten habe ich hier nur Boxen gebastelt. Die wollte ich mit euch zusammen im Video auch machen. Es sei denn, ihr habt keine Lust drauf, dann sagt Bescheid, dann machen wir es nicht. Wenn ihr es sehen möchtet, schreibt es mir bitte auch in die Kommentare und dann lege ich los mit dem Video. Ja. So, das war's dann. Ja, das war der Einkauf. Wie gesagt, wir testen den Foilpen zusammen. Da nehme ich dann gleich mal hier eine neue Folie vom Action und das Embossing-Set testen wir noch zusammen. Das kommt jetzt dann auch in den nächsten Tagen, die beiden Videos. Ja. Dann hoffe ich natürlich, dass euch mein Video gefallen hat. Ich bin schon ganz, ganz neugierig, was ihr zu dem Einkauf sagt. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Ist ja klar, ich würde mich natürlich echt freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine schöne und kreative Zeit. Bleibt gesund, passt auf euch auf und habt noch einen schönen Tag. Bis dahin, euer Mine Minchen. Tschüssi!